Nachdem er bereits verschiedene Hängebrücken im Osten der Vereinigten Staaten erbaut hatte, plante der deutsche Einwanderer Johann August Röbling eine Brücke, die Brooklyn mit Manhattan verbinden würde. Dieses Projekt sollte sein letztes sein. Die Errichtung der Brooklyn Bridge, der ehemals längsten Hängebrücke der Welt, dauerte 14 Jahre und kostete über 16 Millionen Dollar sowie das Leben vieler am Bau beteiligter Personen. Als die Arbeiten 1869 begannen, war Röbling bereits ein erfolgreicher Architekt und Ingenieur. Zu seinen bedeutendsten Leistungen gehörte der Entwurf der ersten Hängebrücke, die stabil genug für den Schienenverkehr war. Zudem stellte er als erster das Drahtseil her, das die Grundlage für diesen Brückentypus werden sollte. Röbling bekam die Verwirklichung seines Planes nie zu sehen. Er starb an einem Wundstarrkrampf, nachdem sein Fuß 1869 von einer Fähre zerquetscht wurde. Sein ältester Sohn, Washington August Röbling, übernahm das Projekt und arbeitete bis zur Fertigstellung im Jahr 1863 als leitender Ingenieur. In seiner neuen Position plante und arbeitete Washington August Röbling in den zwei Unterwassersenkkästen, genannt Caissons, die zum Fundament der Brücke wurden. Wie sein Vater ereilte auch ihn eine Tragödie während der Bauarbeiten. Nach einem Anfall der Taucherkrankheit, der sogenannten Caissons-Krankheit im Jahr 1870, war er teilweise gelähmt. Nach dem Unfall überwachte Röbling die Bauarbeiten mit einem Fernrohr vom Fenster seines Heims in Brooklyn. Vor Ort vertrat ihn seine Frau Emily, die schon bald als eigenständige Bauleiterin akzeptiert wurde. Auf Drängen ihres Mannes überquerte sie als erste die Brücke in einer Kutsche. Später erlangte sie einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität New York und wurde aktives Mitglied der Suffragettenbewegung. Nachdem die Brücke 127 Jahre in Gebrauch war, begann das New Yorker Straßenverkehrsamt 2010 mit einer grundlegenden Sanierung. Sie wird bis 2014 andauern, denn es werden einige dringende benötigte Reparaturen durchgeführt.